Eine Nilkreuzfahrt, bis vor kurzem noch Höhepunkt für viele ausländische Gäste, jetzt nicht mehr möglich. Auch Ausflüge zu den Tempeln in Luxor, Edfu und nach Kairo abgesagt. Die deutschen Reiseveranstalter bieten nur noch Urlaub in den weit entfernten touristischen Gebieten rund um Hurghada und Sharm el-Sheikh an. Selbst dort hat es inzwischen einen Toten gegeben. Urlauber können jetzt kostenlos auf andere Reiseziele ausweichen. Das muss man im Einzelfall klären mit dem Veranstalter als Kunde. Es gibt aber keine große Staune oder Umbuchungswelle. Und wir haben auch nicht gehört, dass es jetzt vermehrt Nachfragen nach vorzeitiger Abreise oder Rückreise gibt. Bei den deutschen Unternehmen in Ägypten herrscht bereits eine massive Verunsicherung. Einige haben ihre Produktion inzwischen gestoppt. Die deutschen Betriebe vor Ort, immerhin 80 deutsche Unternehmen, beschäftigen 24.000 Ägypter in Ägypten, werden jetzt ihre Betriebe schließen müssen. Logistikketten sind zusammengebrochen. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können teilweise nicht in die Betriebe. Es ist Stillstand. Auch der Tourismus könnte darunter leiden, etwa wegen der mangelnden Versorgung. Allein aus Deutschland waren im vergangenen Jahr 1,2 Millionen Urlauber in Ägypten. Fallen die Touristen weg, bricht die ägyptische Wirtschaft weiter ein. Der Tourismus ist eine der wichtigsten Einnahmequellen Ägyptens. Das wissen auch die verfeindeten Lager. Insofern ist die Hoffnung groß, dass die Unruhen nicht auf die Tourismushochburgen übergreifen und dass Extremisten diese auch nicht als Angriffsziel auswählen. Wir blicken in den Libanon. Am Nachmittag wurde im Süden der Hauptstadt Beirut, nahe der Zentrale der militanten Hisbollah, ein Bombenanschlag verübt. Nach letzten Agenturberichten sollen dabei mindestens 3 Passanten getötet und 20 weitere verletzt worden sein. Andere Quellen gehen von weit höheren Opferzahlen aus. Viele Anwohner halfen bei der Bergung der Opfer und beim Löschen der Gebäude und Fahrzeuge. Für den Anschlag hat eine bisher unbekannte islamistische Gruppe die Verantwortung übernommen.